Wenn es also nur das Phantasma und nicht einen wahrlichen Tod gibt und das Phantasma nur im diesen Spiegelreflexionswesen überhaupt erst ins Bewusstsein dringt, wenn es diesen Tod gar nicht gibt, sondern nur kontinuierliche Formumwandlungen, kontinuierliches weder Werden noch Vergehen, sondern immer nur Formumwandlungen, ist die Frage nach der Bedeutung des Seins, des Sinns, des Lebens und des Todes vorzuverlegen, hinsichtlich der Frage, warum das nicht anders kann, als sich kontinuierlich Form verwandeln, umwandeln zu müssen.